Servus Leute, willkommen zurück zu Life is Strange. Ja, guck nur kurz auf mein Handy, weil ich gerade was bekommen habe. Und das hätte ich eigentlich auch vor dem Part gucken können. Egal, wir haben in der letzten Folge, das glaube ich, haben wir eine Konversation mit Frank geführt, die positiv verlaufen ist, zum Glück. Moment. Okay, lesen wir mal, weil da haben wir jetzt, glaube ich, neue Informationen. Ich werde Frank nie vergessen. Schon allein, weil er der erste und letzte Mensch ist, auf den ich je mit einer Waffe zielte. Wie ist Chloe auf dem Radar eines Dealers aufgetaucht? Als er Chloe bedrohte, war ich schockiert, wie wenig zwielichtig er wirkte. Ich hatte mit einem knallharten Gangster gerechnet. Er scheint eher in einer Mülltonne zu hausen, was er ja auch irgendwie tut. Wir waren quasi in seinem Wohnzimmer, um meine Kräfte zu Chloes Belustigung auszutesten. Also gehört der Schauplatz ihm. Er sah zwar nicht wie ein Serienmörder aus, aber seine Schwingungen, Aura, Energie, was auch immer, Schwingung, war übel. Ich hatte totale Gänsehaut. Er wollte sein Geld von Chloe zurück. Was irgendwie logisch ist. Also hätte er ihr wohl nichts getan, aber ich wollte es nicht riskieren. Ja, ich habe ihn tatsächlich mit Davids Waffe bedroht. Lachhaft. Zum Glück ist niemand geendet wie in Reservoir Dogs. Und Frank ist doch weniger furchterfressend als gedacht. Ich will Chloe allerdings nie wieder in seiner Nähe sehen. Er trug aus welchem Grund auch immer eins von Rachels Armbändern. Also wird Chloe wohl nicht mehr mit ihm feiern wollen. Er ist jetzt der Hauptverdächtige. Er? Nö. Der da ist der Hauptverdächtige. Frank ist eigentlich. Ah, das heißt Schmetterlinge und es gibt mehr Informationen über euch. Also Frank ist eigentlich ein kompetenter Kerl. So, Nebenhinweise. Wahrscheinlich brauchen wir noch mehr von. Müssen das alles hier sortieren. Have to analyze Nathan's messages. What could help me unlock this phone? Handy. Oh, there has got to be some good shit in his phone. I just need the code to unlock it. Okay, gucken wir mal. Couldn't hurt to give this PIN code a whack. Sich an den PIN, was? PIN 111, 1111. Handy SIM. Irgendwie easy. Aber lass mich raten, das ist es nicht, nicht wahr? Kann ich das nicht irgendwie entsperren oder so? Unbedingt ändern. Ach so, wahrscheinlich hat er den PIN-Code schon geändert. Das ist der Standard-PIN-Code. If there is a dark room, we better find it. It's a good thing Chloe slipped all these files on her flash drive. Rachel in der Dunkelkammer, Rachel in der Dunkelkammer, Rachel in der Dunkelkammer. Was gibt's hier sonst noch? There's a lot of numbers in here. GPA 3.7, also das ist wahrscheinlich da unten der Schnitt. Ja, 3,7 von 4. Oh, dann. So, wenn 3,7 von 4 ist, dann hat er einen ziemlich hohen Notendurchschnitt, weil dann würden nur 0,3 fehlen. Telefon, Telefon, Haustelefon, Handy, Arbeit. Seine Telefonnummern, okay. Aber keine der Telefonnummern wird sein PIN-Code sein. Nein. This is the Vortex Club party where Nathan drugged Kate. Did he do the same thing to Rachel at another party? Holy shit. Nathan is seriously unhinged. But those numbers might be useful. Warum ist 542 rot? Warum ist 9535 eingekringelt? Also die beiden Zahlen, 542 und 9535, die stechen so ein bisschen heraus.
1935, muss ich mir merken. Ansonsten. Gucken wir mal weiter. So busted. It's good to see the Prescotts can't cover up all their tracks. Disziplinarische Warnung, sehr geehrter Mr. Prescott, sehr geehrte Mrs. Prescott. Mit Bedauern informieren Sie sich darüber, dass Nathan Prescott über den vergangenen Monat hinweg trotz wiederholter Warnungen Nachsicht. Achso, das war das. Okay. Okay, gucken wir nochmal. 9535, oder? Ja. Dann auf zum Handy. Was ich entsperren will. Okay, Max, let's blow this code up and go home. Max, I know we can snap all these pieces together. Roger that. Let's start hacking. Okay, schauen wir mal. Entweder 9535 oder 542. Aber die PIN-Codes sind, glaube ich, alle vierstellig, auch in Amerika. Aber das wäre zu einfach, wenn es das wäre. Oops, bad code. Ja, jetzt einfach gewesen, wie gesagt. Was käme sonst noch in Frage? 542 kann ich vergessen. Vielleicht in diesem Gekrake irgendetwas, was ich sehen kann. Ja, da steht Rageland durchgestrichen oder so. Da oben steht, glaube ich, Vortex. Da ist ein Kopf, da ist ein Blatt. Ich weiß, ich habe nicht ewig viele Versuche, um diesen Code zu knacken. Ich glaube, ich habe nur drei. Den ersten habe ich gerade verballert. Ja, PIN-Code. Vielleicht hat er den PIN-Code noch gar nicht geändert. Aber es wäre auch irgendwie doof. Yeah, I knew it wouldn't be that easy. Gut, bleibt nur mehr ein Versuch, was nehme ich? Entweder 3988, weil es abseits ist, oder 5431. Weil man die 1 nicht sofort lesen könnte. Okay, ich versuche es mal mit 5431. Mein letzter Versuch. You locked it, dumbass. Und der Puck. Puck ist das da, oder? Okay. 8789-7808. 8789. Sieben null acht. Was ist jetzt das? Think, think. Look at this shit again, because you did miss something. Okay, wisst ihr was? Ich mach's auf die einfache Art und Weise. Ich schreibe mir den ganzen Scheiß auf. Hätte ich gleich machen sollen. So, die Zettel da, das machen wir weg. Zum Glück habe ich immer Schreibzeug da. Und immer Zettel da. Zettel! Ja, und mein Flaschenöffner. Ja, das ist allerdings ein Plastikflaschenöffner, weil manche Flaschen sind ziemlich fest verschraubt und bei einigen habe ich mir schon so manchmal die Handfläche verbrannt. Deswegen habe ich das Ding. Moment, ich brauche einen Stift, der gut schreibt. Welcher Stift schreibt denn gut? Ich habe hier 1000 Kugelschreiber, aber weiß nicht, welcher gut schreibt. Beziehungsweise ich weiß, welche gut schreiben, weil ich habe hier auch meine beiden. Ich habe sogar drei. Ich habe hier drei so Monitorstifte. Ne, das sind Kugelschreiber, das sind doch zwei. Ich habe zwei so Monitorstifte, weil ich habe einen Touch-Monitor und das sind gleichzeitig auch Kugelschreiber.
die ich noch nie verwendet habe. Und ich glaube, ich werde jetzt sie das erste Mal verwenden. So. Ja, schreibt. So, Puck. 1889. Warum schreibe ich die 7 zuerst? 7808, das war's. Nicht 8708. So. Puck. Zack, zack. So, es geht auch mit Steuerkreuz gut. Let's find out what Nathan Prescott has been trying to hide. Gut, das erste, was ich lese, sind Bitch und Arschloch, genau. Arschloch, Asshole, meine ich. Den Zettel, weiß nicht, brauche ich den noch? Ich lasse ihn mal liegen. What's up, Nite G? Okay, cool. Bitch, you sold me water, Asshole. Hast mir Wasser verkauft. Ja. Komm runter, bringst du mir. Okay, bring's. Bleib zurück, Schweine der Straße oder so. This is all about Nathan trying to score for the Vortex Club party. Ja, gut, dann lesen wir mal. Was geht? Brauche G. Okay, cool. Alter, da hast du mir Wasser verkauft. Bitch heißt aber nicht Alter. Beruhig dich, bring's mir auf den Weg. Bleib weg, Bullen am Strand. Also Pigs heißt Schweine, aber gut. Bis da. Fette Fete heute Nacht, zu Hause, unterwegs, stopft die Pfeife. Nathan was jonesing hard the night of the party. He didn't have enough drugs. Passt dringend. Ich mache keine Hausbesuche, du hast ein Auto. Keine Zeit, ich zahle das Doppelte. Allerdings, wehe, du hast es nicht bar. Keine Spielereienadresse. Ich rufe dich für eine Wegbeschreibung an. Auf dem Weg, halt das Geld bereit. Drug dealer drama. Alter, bist du wach? Was willst du? Kokain, Skido, Acid. Keine Ahnung, was Skido Acid ist, aber wahrscheinlich eine Droge. Du zahlst den Nachtaufschlag. Lass mich nicht warten. Sorry. WG vorhin. Brauch mehr. Bis da? Ja. Komm nicht. Was? Ja, komm nicht und fick dich. Also, erst soll er kommen, jetzt soll er nicht mehr kommen? Ja. You're out of control. Ja, sowieso. Ja, braucht Gras. Etc. Sofort. Beruhig dich, flippst du aus? Bald, sei cool, bitte. Strand, benimm dich diesmal. So it was you. Ah, Strand, da, Now I ich can't weiß schon, da, wo officially call wir you a psycho Frank oder wie er stalker. heißt getroffen haben. Halt deine große Klappe oder ich mach dich platt. Ich weiß, wo du schläfst. No, Nathan, it's time for you to watch out, asshole. Ernüte, Amanzen gehören ausgelöscht. Ich weiß immer noch nicht, was Amanzen ist. Wahrscheinlich, also ich wollte es eigentlich nachgucken. Ich hab's mal gewusst, aber irgendwie weiß ich es nicht mehr. Is this from Nathan's father? That's brutal. Bitte ruf mich nicht auf der Arbeit an. Ich habe dir das schon mal gesagt. Und bekifft sein ist keine Entschuldigung mehr. Ich habe keine Zeit für deine Dummheiten. Die schreiben solche Texte innerhalb von nicht mal einer Minute. Das könnte ich nicht. Du willst, dass ich dich wie ein selbstständiger Erwachsener behandle? Beeindruck mich. Nichts wäre mir lieber, als stolz auf dich zu sein zu können. Arbeite daran. So, haben wir das auch. Davids Hinweise. So, David hat Kate und mich fotografiert. Wie war das nochmal? Er hat Kate gestalkt, oder? At least David was finally going after the right suspect. Ich glaube, er hat sie gestalkt. Das heißt, Kate und hier. Moment, das hier war nicht Kate, oder? So, Rachel, glaube ich. Genau, Rachel. Rachel und Frank. Das hier war auch Rachel, oder? Ja. Maybe he was trying to help Kate in his own messed up way. Okay, dann. Achso, okay. Habe ich schon gelesen. Also sollte ich jetzt.
Moment, wir suchen Rachel, das heißt, das hier. Das hier. Vielleicht die Nummerntafeln This makes und. no sense, Max. Ups. Okay, dann nehmen die hier Koordinaten. Looks like this isn't the right combination. Nicht? Was sind sonst Überwachungskameras? I'll have to analyze these plates and coordinates to see if Nathan was under David's surveillance. So, So far, no Nummernschilder und rust. Koordinaten. Moment, dann weg damit. Dann die beiden. Aber was noch? Überwachung? This is like goddamn math. I suck. Nope. Maybe I should try to Wem hat er denn jetzt piece genau those puzzles gesucht? together. Rachel oder Kate? Also die beiden Kate-Dinger kann ich glaube ich vergessen. Das da oben ist wahrscheinlich auch umsonst. Es sei denn, das. Nee, das wird keinen Sinn ergeben, wenn das Chloes Wagen wäre. Weil, guck. And that's all she wrote. Doch. Please let me find some clues about Nathan in here. Ja, genau wegen Nathan. Ich dachte, er sucht. Rachel. Ich glaube, man kann nicht kämpfen. Du Stamper hast meine Tür ruiniert. Dein Stipendium ist Geschichte. Ja. Halt die Schnauze. Great. Now, how do I find out which car is Nathan's to match the coordinates? Welches Auto Nathan gehört? Okay, gucken wir mal. Of course Nathan drives an SUV. Overcompensating, as usual. Gut, das war Zufall. There's Nathan dealing to the kids right out in the open. Hatten wir schon. Who does this car belong to? SXF, okay. Interesting. Was hat man das? Is this Nathan's car? Jetzt haben dieselben Farben. Sieht man es hier? Moment mal. Hier ist das Rücklicht nicht kaputt. Hier ist es aber kaputt und hier ist auch das Rücklicht kaputt. Das heißt, das hier muss Nathan gehören. Okay. That's definitely Chloe's car. Wow, sir. This looks like an expensive machine. Gut, haben wir das. Jetzt kommen wir zu den Koordinaten. Who else was David tracking here? Das sagt mir gerade nichts. Yep, another car David was tracking. Moment. Schauen wir mal. Das sind Längen und Breiten gerade, aber woher soll ich wissen, auf welche Strecken die entlang gefahren sind? Da oben steht es ja. Moment, ich habe es gerade gesehen. SXF, gut, das heißt. SXF, gut. Das heißt, hier müssten eigentlich die. Ja, genau, das hier sind die anderen Autos. Why the hell are you Ja, following these gut, das people? heißt, das hier, And to das where? hier und das hier. Oh yes, now we're finally getting somewhere. Chloe, let's plug in these numbers and see if they lead to an actual address. Aye, aye, Captain. Here we come, Rachel. Gut, das war jetzt gar nicht mal so schlecht. Was gibt's jetzt? Take a Oh. breath, Max. Go through all this data and you can find out where Nathan took Kate after the party. Okay. Was haben wir da so alles? Okay, das sind die Schnipsel von der Drogendealerei. Da hat er bestellt die Drogen. Das heißt, ich muss mir jetzt nur die Bilder angucken. Was Frank meeting Nathan at the junkyard? Schrottplatz. 3.10.2013. Moment, wann wurde es jetzt? Achso, hier kann ich mir gar nichts mehr angucken. Wann fand die Party statt? So, this infamous party was the fourth. Am 4. und 20 Uhr. Das heißt, es muss nach dem 4. Oktober und nach 20 Uhr gewesen sein. Moment. Ups. Ich muss auch irgendwo. 7.10.
22 Uhr. Nee, 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 nee. Das ist der 7.10., aber war da schon die Party? Ja, es war schon. Das heißt, ich brauche was, was mich zum 4. Da, 4.10. 22.24 Uhr. Okay, das da oben, das mittlere, haben wir schon mal. 30.09., ne, das ist umsonst. 7.10. bringt auch nichts. Das hier, nein, 4.10. 4.10.1727, aber hier hat die Party schon angefangen. 4.10. So, this infamous party Ja, was the fourth. das heißt das da oben. Gut. Was haben wir sonst noch? Da bringt nichts. 4.10. Gut. Das ist aber 17.40 Uhr. Nee, Moment, 17 Uhr. Nee, 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 das war nach 8, oder? So, Ja, this das war nach infamous 20 Uhr. party Okay, das was the ist auch fourth. umsonst. 3.10 Uhr. Was ist das Simple? Das bringt nichts. Nee. 23, okay, das da. Das da. Okay, haben wir diesen kleinen Zettel und den da oben. Dann dazu das Plakat. Das heißt, 13, nee. That beach is like Frank's main office. Auch nicht. I know Nathan wasn't looking for Bigfoot in the forest. 5.10. Am nächsten, aber Somebody nee. is stocking up on gas. 4.10.21.54 Uhr. Okay, das behalten wir mal im Hinterkopf, das rechte obere. Was gibt's hier sonst If noch? Joyce knew what Nathan did to Chloe, she would fry his ass. Nee, hier auch nicht. Oh, that has to be the Prescott estate. Poor rich 4.10., Nathan. aber 18.23 Uhr. Nee, da fand die Party noch nicht statt. Not much out there. 4.10.22.56 Uhr. Moment, 22.56 Uhr und hier ist 21.54 Uhr. Die Party fand um 8 So, statt. this 23. infamous party was the, no Das heißt, doubt ich what habe Nathan's zwei hiding was Bilder there, right? eventuell. So, he could be hiding clues there too. Okay, 4.10., das ist aber vor 8 Uhr. Das heißt, ich hätte das und das zur Auswahl. Dazu das hier. Moment. 23 Uhr. Moment. 22.34 Uhr hat er es bestellt. Um 23 Uhr hat er es gezahlt. Das heißt, hier muss er es bezahlt haben. Moment, 21.54 Uhr. Also fast 10 Uhr. Nee. Nee. Das ist nämlich also nach 10 Uhr gewesen. Das heißt, theoretisch das hier und das hier. Ich glaube, das ist richtig. Zack. 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 Chloe, this is definitely the place. Let me dig up some more clues here. Nope. Nothing, Max. There's nothing here. Just some shitty old barn. Let's keep searching and find out who owns this haunted barn. I'm on this. Hold on. Somebody named Harry Aaron Prescott. I'm shocked. Should we call the police? Fuck that. You know the police here are like Nathan's private security, right?
That's so messed up. As you've noticed, this whole town is messed up. We can't trust anybody, except each other. So we have to go out to that farmhouse by ourselves. I was afraid you'd say that. We could call Warren since he kicked Nathan's ass. It's just the two of us, nobody else. And I'm not scared at all. You have the power. I feel like we're this close to finding Rachel. We have to find her, Max. We will. But remember, my power isn't infinite. We still have to be careful. Do you hear, Chloe? Yes, sir. Holy shit, this is scary. I know. But we're here. Let's go find the best way in. Whoa, check this out. Fresh tire tracks. Dude, somebody was just here. Then we need to get in that barn. Wow, diese Detektivarbeit gerade, die war richtig cool. Die hat mir gefallen. Die hat dem Spiel nochmal einen frischen Aufwind verpasst. Das hat mir gefallen. Das war super. Und ich wollte jetzt eigentlich den Part beenden, aber gut, lesen wir jetzt mal noch, was Warren zu sagen hat. Ja, schreibe ein bisschen weniger. Danke, dass du mich von Nathan weggezogen hast. So viel zu den Affen rauslassen. Er hat der Prügel verdient, aber ich will nicht auf sein Niveau sinken. Früher oder später tritt ihm schon wer in den Arsch. Du bist weise, Grashüpfer. Danke, aber ich bin nicht gerade der Held, den die Stadt baut. Ein Held bist du trotzdem. Uns fehlen nur Kostüme. Wo ich gerade dabei bin, ich hoffe, du kommst heute zur Party, damit wir feiern können. Ich sag dir Bescheid, versprochen. Cool, jetzt muss ich mich beruhigen. Gut. Das Ding sieht so aus, als ob es gleich explodieren würde, weil in Halo Reach gibt es auch solche Tanker und wenn man da drauf schießt, fliegen die in die Luft und alle Allianz-Einheiten, die rundherum stehen, die werden weggeblasen. Also fliegen in die Luft und so weiter. Aber wir werden jetzt hier erstmal den Part beenden. Das war Life is Strange. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Pfiat euch.